Alda, wo bist du? Ich weiß nicht, ob ich hierbleiben oder Hilfe holen soll. Wenn sie meiner Schalda wehgetan haben, weiß ich nicht, ob ich mich beherrschen kann. Er scheint ja ziemlich wütend zu sein. Was ist denn hier geschehen? Schaldagan und ich waren auf dem Weg nach Orsinium, in Begleitung anderer Handwerker, die dem Ruf des Königs folgten. Wir wurden von irgendeiner Art Kult angegriffen. Sie nannten sich die Voshrak. Mir gelang die Flucht, aber meine Schalda ist immer noch irgendwo in diesen Ruinen. Ihr braucht keine Hilfe zu holen. Ich bin hier. Hat man eure Freundin entführt oder was ist hier geschehen? Ich weiß es nicht. Sie haben uns jetzt nicht unbedingt lang und breit erklärt, was sie mit uns treiben. Der Anführer nannte sich Glotun, der Anwerber. Er meinte, wir wären alle schon sehr bald wahre Gläubige. Ich fürchte, er wird Schalda und den anderen etwas antun. Ich fühle mich so hilflos. Voshrak? Ach, das sind diese Kultisten? Worauf hatten sie es denn diesmal abgesehen? Ich kann mich darum kümmern, wenn ihr wollt. Ich kann versuchen, eure Freunde zu finden. Habt vielen herzlichen Dank für eure Hilfe. Dank eurer Hilfe weiß ich einfach, dass Schalda und ich in Windeseile wieder vereint sein werden. Bevor ich aber losgehe, könnt ihr mir sonst noch etwas über eure Angreifer erzählen? Es gab eine Menge von ihnen. Und sie waren stark. Zumindest stärker als wir. Glotun war der Schlimmste. Er sagte immerzu, dass Feuer und Eis uns zu Trinimax Wahrheit führen würden. Was immer das auch heißen sollte. Werdet ihr Schalda und die anderen suchen? Bitte! Ach, immer wieder dasselbe mit diesen Fanatikern. Ja, ich werde nach eurer Freundin Schalda suchen. Möchtet ihr mir etwas von Schalda und den anderen erzählen? Schalda und ich haben unseren Töpferladen in Schornhelm dicht gemacht, um in Orsinium einen neuen Anfang zu wagen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, falls ich sie verliere. Die anderen? Einfach nur Reisende, denen wir unterwegs begegnet sind. Ein Koch, ein paar Magier. Ich hasse den Gedanken, dass ihnen etwas zustößt. Seid nicht so verzweifelt. Ihr wartet hier. Ich durchsuche die Ruinen und sehe nach, was da vor sich geht. Okay? Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Schalda und ich sind nicht sehr religiös, aber was diese Kultisten treiben, ist falsch. Oh, und mir ist eine Öffnung im hinteren Teil der Ruinen aufgefallen. Die könnte den besten Fluchtweg darstellen, sobald ihr Schalda und die anderen gefunden habt. Oh, schön. Danke. Ich werde daran denken. Könnt ihr mir noch etwas von diesem Glotun, dem Anwerber, erzählen? Glotun ist ein grober, fieser Ork. Mit der einen Hand pries er Trinimak, mit der anderen erschlug er einen armen Schneider, der sich ihm widersetzte. Er machte sich Notizen und fertigte eine Liste der Gefangenen an. Seine neuen Rekruten nannte er sie. Das sollte dabei helfen, Schalda und die anderen aufzuspüren. Gut, also ich gehe jetzt und kümmere mich darum. Schließt euch uns an oder sterbt. So einfach ist das. Hey, hier drüben! Hilfe! Sie wollen mich töten! Ich bin hier, Hilfe naht! Konversationsstatus. Meine derzeitigen Rekruten haben eine Menge Potenzial. Ein paar werden so nicht mehr gut sein als zu einfachen Arbeiten, aber mehrere könnten eine nützliche Ergänzung unserer Kriegerkaste darstellen, sobald ihre Konversion vollendet ist und wir ihre Loyalität bestätigt haben. Im Folgenden führe ich den Namen und den Status sämtlicher Rekruten auf. Burbesh Gra Morank starb nach der Rekrutierung an Komplikationen. Ushba gab vor, ein Gläubiger zu sein, der uns freiwillig beitreten wollte, wurde in die Kammer der Loyalität geschickt, wo er geprüft wird. Torg, Koch, wartet auf Konversionsprozess. Geistig zurückgeblieben oder tut er nur so? Schmerz wird die Wahrheit zeigen. Unzulak ist offenbar eine Heilerin. Wir brauchen Heiler, aber sie benötigt Konversion. An Ushemat übergeben, damit sie eine Weile in der Eiskiste verbringen kann. Das wird helfen, sie von unseren Zielen zu überzeugen. Gahar, Magier, hat einen meiner Anwerber mit Zaubern getötet. Ein weiterer Kandidat für Ushenats Eiskiste. Schaldagan, irgendein Kunsthandwerker.
aber sehr kratzbürstig, widersetzt sich allen unseren Versuchen. An Krakus übergeben zur Aufbereitung an der Schmiede. Ira Sascha, ebenfalls eine Kunsthandwerkerin, konnte sich aus dem Staub machen. Ich glaube, eine Harpyie hat sie erwischt. Morushna verfügt über beeindruckendes Geschick mit der Waffe, ist aber sehr dickköpfig, benötigt Konversion. Noch ein Kandidat für Krakus? Badasha, stürrisches, altes Weib, geht am Stock, bewegt sich absichtlich langsam, würde vielleicht eine nützliche Dienerin abgeben, wartet auf Konversion. Drudun, irgendein Handwerker. Scheint mir feige zu sein, fiel vom Rekrutierungswagen und konnte in die Hügel der Umgebung fliehen. Wahrscheinlich von einem Rudel Ichatere gefressen. So, wartet. Ich komme. Ich lasse euch frei. Sie drohten mir immer wieder. Sie sagten, sie würden mich in das Eis gefangen. Was soll ich jetzt tun? Ich bin ein Koch und kein Krieger. Genügt es nicht, dass ihr erstmal frei seid? Danke. Aber was sollte ich jetzt tun? Ich bin beim Fällen schwieriger Entscheidungen nicht sehr gut. Dafür bin ich doch da. Schafft ihr es denn in den hinteren Teil der Ruinen? Wir treffen uns dort, während ich die anderen rette. Ich glaube, das kann ich, solange ich nur vorsichtig bin. Außer mir wurden noch andere hier hineingeschleppt. Einfache Reisende, die niemandem auch nur ein Haar gekrümmt haben. Und jetzt droht man ihnen mit Schmerz und Tod, wenn sie den Vorschrag nicht die Treue schwören. Ich kümmere mich darum. Ich werde die anderen finden. Wir treffen euch dann im hinteren Teil der Ruinen. Lasst mich das nur machen. Richtig, richtig. Danke nochmal. Wisst ihr, ich kam nach Vrodgar, weil es angeblich so ein sicherer und atemberaubend schöner Ort zum Leben für uns Orks sein sollte. Nun, bisher kommt es mir weder sicher noch atemberaubend schön vor. Ihr werdet überrascht sein. Es ist schön. Naja, abgesehen von diesem Vorschrag. Helft mir, bitte! Dieses Feuer! Könnt ihr es löschen? Es gibt Wasser da hinten bei der Wand! Ja, ich sehe es. Ich komme gleich. Hoch die Rum! Schon auf dem Weg! Die heiß. Jetzt weiß ich, wie sich ein gebratener Hawker fühlt. Sie haben das Feuer immer mehr angefacht, sodass es heißer und heißer wurde. Ich war fast schon bereit, allem zuzustimmen, was sie wollten. Aber nur fast. Jetzt bin ich ja da. Eure Freundin Rasascha schickt mich, um euch zu retten. Rasascha lebt? Die Acht und alle, die es hören wollen, seien gepriesen. Ich bin nur froh, dass sie uns nicht selbst hierher gefolgt ist. Diese Irren von den Vorschrag wollen neue Mitglieder. Jemand namens die Missionarin führt diesen Haufen an. Ihr müsst sie aufhalten. Zwangskonvertierungen? Erzählt mir mehr über dieses Miststück. Asnura, die Missionarin? Sie ist das wahre Grauen. Sie kam vor nicht allzu langer Zeit und befahl ihnen, das Feuer heißer zu machen. Sie meinte, das würde mir helfen, das Licht der Wahrheit zu sehen. Wenn ich die Gelegenheit dazu kriege, dann zeige ich ihr mal ein paar Lichter. Oh, tut mir leid. Die Gelegenheit werdet ihr nicht haben, das werde ich schon übernehmen. Wir treffen uns dort, sobald ich mich um dieses Miststück gekümmert habe, okay? Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Anwenden der Flamme. Dies sind die kontinuierlichen Aufzeichnungen von Krakus, dem Herrn des Elements des Feuers. Feuer brennt den Uneingeweihten das fehlerhafte Denken aus. Das Verwenden ganz bestimmter Steine, auf denen die Unüberzeugenden stehen könnten, ist ein wichtiger Bestandteil des Prozesses. Es gibt Steine, die zu schnell erhitzen. Dies macht den Schmerz zu früh im Prozess zu stark und führt zu einem Stadium, in dem der Uneingeweihte zu sehr in Panik gerät und nicht mehr auf Vernunft
Vernunft hört. So kann er die Ziele der Vorschlag nicht zu seinen machen. Rundere, größere Steine erhitzen langsamer, sodass der Uneingeweihte ein besseres Verständnis seiner Lage gewinnt. Dies öffnet ihren Geist für klares Denken und korrekte Entscheidungen. Die Kandidaten 124 und 125 der letzten Rekrutierung scheinen vielversprechend. Beide leisten, wie erwartet, Widerstand. Ich werde es zu Beginn mit einer einfachen Barrieretechnik versuchen, ohne persönliches Anwenden der Flamme. Aznura besteht darauf, dass eine höhere Feuerwand angewandt werden sollte, aber ich bin felsenfester Meinung, dass ein vorsichtiges Handhaben der potenziellen Panikstufe einer erfolgreicheren Konversion zuträglicher ist. 125 wird wohl um Gnade winseln und zuerst konvertieren. Sie ist ein guter Kandidat für unsere Kriegerkaste. Kandidaten 121, 122 und 123, zwei haben den Konversionsprozess nicht überlebt. Oh, wie schade. 123 ist bei den Heilern und wird wegen leichter Verbrennungen behandelt. Er wird ein geeigneter Kandidat für den Spießrutenlauf, sobald die Heiler mit ihm fertig sind. Kandidaten 119 und 120 sind in Panik geraten. 119 hat überlebt, ist aber willensschwach. Ach, diese Tunde. Nützlich als treuer Diener vielleicht, wird aber in keinem höheren Rang der Organisation aufsteigen. Pech. Wurde den anderen zur Ausbildung und Aufnahme übergeben. Oh, und da haben wir Kandidat 118. Die Angst nach dem Feuer tat schnell ihren Dienst, nachdem der Kandidat sah, was mit seinen vier Vorgängern passiert war. Muss die Nützlichkeit dieser Methode weiter überprüfen. Viele Leute haben Angst vor Feuer. Wusstet ihr das? Aus Gründen, die ich nie verstehen werde. Wahrscheinlich einfach nur angeborene Feigheit. Kandidaten 114, 115, 116 und 117 haben allesamt Widerstand geleistet bis zur persönlichen Anwendungsphase. Allesamt erfolgreich konvertiert, haha, und aktuell im Heilungsprozess. Kandidat 113 verlor das Bewusstsein, landete im Feuer und verstarb, bevor es jemand bemerkte. Es ist offensichtlich, dass Trinemak mit diesem Kandidaten nichts zu tun haben wollte. Ich mag ihn. Hab nur Angst, er überlebt nicht. Nachricht an Kragus. Ich weiß euren Enthusiasmus bezüglich der Konversion möglicher Kandidaten zu schätzen, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass die Überlebensrate eurer Konvertiten immer mehr abnimmt. Vielleicht würden etwas mehr Geduld und etwas weniger persönliche Anwendung eher dazu führen, dass unsere Reihen tatsächlich aufgestockt werden und nicht einfach nur die allgemeine Bevölkerung dezimiert wird. Seid vorsichtiger, sonst tragt ihr die Konsequenzen. Aznura. Nicht anfassen! Ich flehe euch an! Sprecht erst mit uns! Wartet einen Augenblick, ich muss erst checken, ob der Raum sicher ist. Wir sollten um etwas Goldwürfeln. Berührt nicht die Schalter! Das könnte uns töten! Ja, schon gut. Was machen sie mit euch da? Die Vorschrag! Sie versuchen uns zu brechen! Sie wollen, dass Unsolak und ich schwören, Trinimak zu dienen. Oder zumindest ihrer Variante von Trinimak. Bisher haben wir uns verweigert, aber diese Eisgefängnisse zehren an einem. Sie versuchen euch zu brechen? Hat das was mit der Konvertierung zu tun? Oder was soll das alles hier? Sie meinten, sie bräuchten nur einen von uns. Der Schalter vor mir befreit Unsolak, aber er friert mich ein. Und mit dem vor ihr ist es genau umgekehrt. Sie kommen immer wieder und fragen uns, welchen Schalter sie betätigen sollen. Bisher haben wir uns nicht auf ihr Spiel eingelassen. Bisher. Ihr habt bisher keine Lösung gefunden. Wie lange wolltet ihr das beide durchhalten? Gibt es sonst keine Möglichkeit, euch beide zu retten? Ich würde es euch sagen, wenn ich wüsste, wie das gehen soll. Ich sage das ja nur ungern, aber ich will nicht sterben. Wenn ihr mich befreit, kann ich euch helfen. Ich bin ein mächtiger Elementarmagier und kann kämpfen.
doch dieses vermaledeite Gefängnis hindert mich daran, auch nur den einfachsten Spruch zu wirken, um mich zu wärmen. Ja, ich habe davon gelesen, dass ihr einen ihrer Anhänger getötet habt. Dann soll ich also euch anstelle von Unsulak retten. Unsulak ist eine gute Frau, aber sie hat schon ein erfülltes Leben gelebt. Ich kann den Herrschern von Orsinium helfen, meinem Volk beistehen. Ich habe noch viele gute Jahre vor mir. Falls ich hier rauskomme, befreit mich und ich widme mein Leben anderen zu helfen. Ich gebe euch mein Wort. Ich hoffe für euch nicht, dass ihr in den nächsten Minuten euer Wort vergessen habt. Nachricht von Aznura. Ushinat, mir ist berichtet worden, dass zwei eurer letzten Initianten ein paar Tage abgewartet und dann versucht hatten, zu entkommen. Nachdem sie einige der Ausbilder und Aufseher mit ihren augenscheinlich demütigen Verhalten eingelullt hatten. Das missfällt mir. Die Konversion muss wahrhaftig sein. Der Geist des Initianten muss Trinemak gegenüber wahrhaftig offen und voller Hingabe sein. Oh. Euer letzter Einfall, zwei Kandidaten gegenüberzustellen, scheint mir vielversprechender. Ich erwarte eure Ergebnisse, aber ich hoffe für euch, dass sie mir auch gefallen werden. Aznura. Ushinats Aufzeichnungen. Bisher bin ich recht zufrieden mit der Anwendung von Kälte als Methode, Kandidaten auf den Weg von Trinemaks heiligem Licht zu führen. Ich bin mir sicherer denn je, dass Gragus und seine Aufnahme durch Feuer ein furchtbarer Ansatz der Rekrutierung sind. Sie weist eine mangelhafte Überlebensquote auf. Außerdem versetzt Feuer die Leute in Panik. Und mit einer Person, die in Panik gerät, kann man nicht vernünftig reden. Für eine wahre Konversion müssen wir in den Geist des Kandidaten gelangen, ihm einen Weg aus seiner Angst aufzeigen und ihm helfen, Trinemaks heilige Gnade voll und ganz anzunehmen. Ich halte meine Methode für den robusteren Ansatz. Ah, ein Wortspiel. Robust? Das ist mein Eis auf jeden Fall. Eine Person fest zu frieren und sie mit den Eisfesseln zu binden. Ich bin ein Genie, die ich neu hergestellt habe, sorgt sowohl für Schmerz als auch für Sicherheit, ohne die unnötige Panik hervorzurufen. Der zusätzliche Vorteil, einem Rekruten die Gelegenheit zu geben, die meiner Meinung nach milde Folter zu beenden, ist eine geniale Idee, wenn ich das selbst so sagen darf. Ich darf nicht vergessen, mich bei Hengard schriftlich dafür zu bedanken, dass er die Schalter und Eisplattformen entworfen hat. Meine aktuelle Variante des Prozesses scheint mir die bisher effektivste zu sein. Zumindest bietet sie mir ein gewisses Maß an Unterhaltung. Ich habe zwei Kandidaten gleichzeitig auf die Eisplattformen gestellt und beiden einen Schalter gegeben. Und das ist der Geniestreich. Die Schalter befreien den jeweils anderen Kandidaten. Welcher von beiden opfert also sein eigenes Leben, damit der andere überlebt? Aha, und der Überlebende? Seine Schuldgefühle öffnen den Weg für Trinemaks Licht. Der Überlebende wird Trinemak voll und ganz annehmen, da er nicht damit leben kann, für den Tod eines anderen verantwortlich zu sein. Geist und Seele gehören dann vollständig den Vorschrag und damit Trinemak. Diese duale Methode ist zugegeben ein wenig langsamer, aber mir gefällt es zuzusehen, wie der Willen der beiden Kandidaten langsam zu bröckeln beginnt. Weiteres folgt im Verlauf des Experiments. Berührt nicht die Schalter! Sie sind mit Fallen versehen! Ja, ich weiß schon Bescheid. Aber was meint ihr mit Fallen? In der Falle, ihr wisst schon. Wird der falsche Schalter angerührt, dann stirbt jemand. Die Art von in der Falle. Die Vorschrag nahmen uns gefangen. Sie meinten, wir würden uns ihrem Kult anschließen, so oder so. Wenn ich nur lange genug in diesem Eisgefängnis bleiben muss, sage ich noch zu allem Ja. Ach so, ihr meint, dieser Schalter hier ist der falsche. Ja, dann sagt mir, wie kann ich euch sonst befreien? Das ist das Problem. Wenn ihr den Schalter vor mir drückt, dann wird Gahar befreit, aber ich erfriere. Wenn ihr den Schalter vor ihm drückt, bin ich frei und er stirbt. Sie wollten uns zu einer Entscheidung zwingen, aber den Gefallen haben wir ihnen nicht getan. Ganz schön hartnäckig. Kann ich euch denn nicht beide retten? Nicht dieses Mal.
Die Boschrak haben alles hier so angelegt, dass nur einer von uns ihrem verrückten Kult beitreten darf. Wäre ich edelmütig, würde ich sagen, ihr sollt Gahar retten und mich sterben lassen. Aber ich bin nicht edelmütig. Ich habe Familie, ich werde gebraucht und ich bin eine Heilerin. Ich kann euch helfen. Ja, ich bin sicher, das könnt ihr. Ihr denkt also, ich solle euch anstelle von Gahar retten? Gahar scheint mir ein guter Mann zu sein. Aber brauchen wir wirklich noch einen gewaltbereiten Kampfmagier? Ich heile die Kranken und helfe den Verwundeten. Und was noch wichtiger ist, ich will leben. Ich weiß, das muss sich schrecklich anhören, aber ich will unbedingt leben. Schon gut, lasst mich darüber nachdenken. Also, ich muss mich hier jetzt für einen der beiden entscheiden? Oh, ist das schwer. Ja, seht mal an. Also gut, ich habe mich entschieden. Es tut mir leid für euch. Es muss eine schwierige Entscheidung gewesen sein, doch ich danke euch. Nein! Sehr, sehr kalt. Malakat, steh mir bei. Oh, Unsulak, es tut mir so leid. Es ist getan. Nach dem, was Unsulak widerfahren ist, fühle ich mich schrecklich. Doch ich stehe zu meinem Wort. Ich werde an eurer Seite kämpfen, bis wir aus diesem Irrenhaus heraus sind. Jawohl, Irrenhaus. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das hier nennen könnte. Also gut, in Ordnung. Kümmern wir uns um die Kultisten und verschwinden wir dann ganz schnell von hier. Natürlich. Meine Elementarmagie steht euch zur freien Verfügung. Ich werde euch nicht enttäuschen. Kommt! Na endlich! Von uralten Ruinen voller Kultisten kriege ich Knieschmerzen. Aus dem Weg, Mädel! Ich finde alleine raus. Ah, das ist die Badasha mit dem Stock und die angeblich so langsam geht. Eis schafft Wunder, Missionarin. 10 Konvertiten allein in dieser Woche. Aber Feuer ist besser. Ich gewann 15 für Trinimax Sache. Es reicht. Ihr beide bringt den Vorschlag Ehre. Hallo, Aufseher. Aus dem Irrenhaus. Denkt ihr, meine Klinge kann euch überzeugen? Jawohl, erfolgreich konvertiert. Nur zu! Wir bleiben unmittelbar hinter euch! Ja, ihr folgt mir. Wir müssen aber trotzdem noch vorsichtig sein. Ihr folgt mir. Keine Sorge. Wir halten uns zurück und überlassen euch alle von diesen irren Woschrak, auf die wir stoßen. Wir gehen erst weiter, sobald wir sehen, dass die Luft rein ist. Gut, in Ordnung. Ihr folgt mir, sobald ich nachgesehen habe, was uns oben am Ende dieser Treppe erwartet. Los jetzt und bleibt alle dicht beisammen. Hier unten! Ihr habt es geschafft! Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, doch ich bin euch ewiglich dankbar für das, was ihr getan habt. Was war das? Schon gut, wir haben es fast alle nach draußen geschafft. Schaldagan wollt euch unbedingt finden. Ich weiß, ihr habt euer Bestes getan und ich bin euch furchtbar dankbar. Wir werden zusammenbleiben und nach der nächsten Festung suchen. Wir heuern dort ein paar Leibwächter an und machen uns auf den Weg nach Orsinium. Wir werden nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Keiner von uns. Ich werde euch auch nicht vergessen. Ich habe vor, bei Unsulaks Familie alles wieder gut zu machen. Irgendwie.